Hallo, willkommen zu einem Wano Replay. Ich habe eben mal doch ein Lobbyspiel gemacht gegen diese Jungs hier. Also es war diesmal kein Discord-Team oder irgendwas. Durch Zufall habe ich eben eins gefunden, was tatsächlich 5 oder 6 Spieler waren, reingegangen, zack, direkt gestartet, danke. Ist auf jeden Fall, ne? Ich bin da jetzt ganz alleine quasi da drin. Also keins dieser Spiele, die ihr sonst so seht. Und das Schöne an dem Spiel ist, dass es alles hochlevelige Leute waren. Ich könnte jetzt nicht sagen, welches Team mehr Level hatte, aber alle von denen hatten eine recht hohe Level. Ich glaube, ein paar sogar irgendwie über 20. Also da war wirklich kein Anfänger bei. Ich war, glaube ich, der mit dem geringsten Level. Also wenn man dann das als Kriterium nehmen will, war das ein sehr hochklassiges Team auf beiden Seiten. So, und ich werde jetzt gleich auf der linken Seite diese Humvees hier kennenlernen. Hier unten diese Dinger, die er da gerade spielt. Das ist ja diese neue Einheit, die sie reingepatcht haben. Das ist im Grunde ein Reconnaissance-Fahrzeug, was also unsichtbar Granaten verschießen kann. Und das werde ich gleich sehr hart kennenlernen. Ich glaube, dass das als Standardeinheit in jedes Deck jetzt gehört. Und der Einheit war ich sehr positiv oder in dem Fall auch negativ überrascht. Also unsichtbare Granatwerfer sind eine tolle Erfindung. Und das kann durchaus ein Problem werden. Also er hat auf jeden Fall eine Airborne-Eröffnung. Ne? Da sieht ja alles Airborne. Und die Map hier vorne. Ich habe die jetzt ein einziges Mal gespielt, und das war auf der rechten Seite, aber auf der linken Seite sieht das halt so aus, als ob wenn man hier eine Airborne-Eröffnung machen würde. Also wenn man hier ganz schnell in gute Geländetypen reinkommt, kann man den Gegner einfach da rausboxen aus seinen Ecken. Und ich habe mir jetzt Folgendes überlegt bei der Map hier vorne. Ich habe das DDR-Deck drin, also nichts der neuen genutzt. Und ich habe mir jetzt überlegt, dass ich meine Einheiten so ein bisschen hier ringsherum verteile, links und rechts, und den Gegner damit hier vorne in dieses Waldstück reinfunnel. Die Überlegung dahinter ist, wenn er hier drin ist, dann kann ich in aller Regel ihn ganz gut beschießen von allen Seiten, bis Bomben drauf werfen, weil DDR-Deck hat die preiswerten HE-Bomber, wenn ihr euch daran erinnert, die neuen Mortar drauf einsetzen, solche Geschichten. Das war die Idee. Während, wenn ich mich hier vorne hinsetze oder wie vorgeschlagen wird, hier vorne in den Wald setze, statt Wald, also diesen Misch in die Mitte setze, dann bin ich auf der gegnerischen Seite und blute einfach über die Zeit. Wenn er hier sitzt, dann blutet er über die Zeit. Ne? Das war die Idee. Ob ich hier sitze oder hier sitze, hat keinen Einfluss darauf, ob man Command vom Gegner bekommt oder den eigenen verliert. Ne? Und da war mir der Teil relativ egal. Wo man sagen muss, dass das Waldstück ein bisschen gering ist, um Command hinzusetzen. Aber dann tauscht man Command-Punkte gegen, dass der Gegner eben blutet. Ja? Also ein Abnutzungskrieg war meine Strategie für die Map-Seite. Plus, ich wusste halt auch nicht, was meine Mitspieler machen, weil die komplett random waren. Ne? Also, soweit ich verstanden habe, gehen die beide auf die linke Seite. Und ich weiß ja nicht, ob ich hier gedoppelt werde. Und von daher, und ich habe auch keine Airborne-Eröffnung gemacht. Ne? Und ich wusste, dass sie ein Airborne-Deck haben. So, von daher ist es nochmal, ne, neben dieser Abnutzungsstrategie, eben nochmal, glaube ich, gesund vorsichtig gewesen. Zu sagen, ich gucke nicht, ob ich gegen zwei da kämpfe und ich gucke auch nicht, ob der Airborne-Spieler vor meinen regulären Einheiten da in dem Busch ist. Ne? Und von daher war das, glaube ich, die richtige Strategie auch für die Seite. Ja, einfach Zeit erkaufen quasi und der Gegner, meine Mitspieler werden dann eben hier einen Fight führen zu zweit. Und da kann ich immer noch entscheiden, was ich machen will. Und da habe ich auch hier einen relativ gemütlichen Setup. Die Mettes, weiß ich noch nicht, ob die besonders gut waren. Ich habe jetzt hier für Mettes geholt. Das heißt, die wollte ich jetzt einfach hier verteilen, links, rechts. Weil das Schlimmste bei sowas ist, wenn die aggressiv halt vorrücken können, und dafür brauchen sie Fahrzeuge meiner Meinung nach, ohne Fahrzeuge geht aggressiv nicht, zumindest nur bedingt geht das ohne Fahrzeuge, dann können die Mettes die halt wegsnipen mit den Raketen, das war die Überlegung. Scout nimmt keiner durchsneak natürlich, eigene Aufklärer und ja, dann eben die Hauptarmee, direkt ein Command geholt fürs Team, weil da vorne ein Dreiersektor ist. Und dann die Strelas, die sind natürlich nicht so gut wie die Stinger C, keine Frage. Ne? Aber sie reichen halt, um die Leute zu motivieren, nicht da über den Luftraum zu fliegen. Und man kann Hubschrauber ohne Probleme mit abknallen. Ich weiß nicht, ob die Treffsicherheit andere Zahlen hat, aber Hubschrauber trifft man fast immer, habe ich einen Eindruck. Ne? Also relativ preiswerte Flugabwehr, auch nicht so viel gekauft. Das sieht nach viel aus, kostet aber nicht viel. Ja, und dann habe ich jetzt die Pax geholt. Mit dem wollte ich jetzt rumexperimentieren, weil die Pax der, man sieht das jetzt nicht, die kann man doch ohne Fahrzeug sogar kaufen. Aber die Pax der DDR, die jetzt da drin sind, die haben nicht nur einen Packschuss, sondern auch Raketen drin, ja, auf 2,8 Kilometer. Das heißt, die haben zwei Waffensysteme, also ein Panzer, der ungepanzert ist und dafür aber nur 60 Punkte kostet. Das wollte ich einfach mal ausprobieren. Hat sich herausgestellt, dass die zwar nicht schlecht sind, aber unglaublich langsam, was ein extremes Problem darstellt. Ja, so, Eröffnung geht los. Ja, der Gegner, wie gesagt, hat eine richtig harte Eröffnung davor mit seinen Airborns gemacht, also ist komplett auf Rush gegangen sozusagen. Das ist schon ein Problem. Ja. Und er hat diese AGLs halt jetzt dabei und die werden wir gleich in Aktion sehen. Diese haben dies. Mit dem Granatwerfer oben da. Der da. Und da sind die ganzen Airborns hinten im Wagen. Den sehen natürlich auch die Jungs. Handfläche nach oben.
Ja, also auf jeden Fall hat der eine sehr starke Eröffnung gemacht und meine Eröffnung war sehr defensiv. Hätte ich jetzt eine Eröffnung hier im Wald gemacht, hätte mich wahrscheinlich einfach aufgeraubt mit der Armee, vermute ich mal. Hätte ich mit dem Hubschrauber eröffnet oder mit dem Bomber, hätte ich wahrscheinlich komplett ausgelöscht, die Armee. Aber ich wollte halt wirklich die Pax auch ausprobieren, das war für mich auch ein Testspiel ein Stück weit. Also da hinten sind die Dinger. Ich meine, wirklich langsam sind die Teile. Also das ist schon nicht mehr feierlich, wie langsam die sind. Das sind die normalen Transporter. Ich habe es wirklich ein bisschen unterschätzt, wann die erst an die Front ankommen. So, es hatte sich hier komplett aufgeteilt und den Sektor gesichert. Wie gesagt, eigentlich hätte ich es bomben sollen, die Stinger C, die da steht, ne? Also die Bomber runterholen, da braucht man schon ein bisschen mehr von. Ich verteile mich aber jetzt meine Seiten, ich habe auch meine Position erreicht, auch Scout-Geschichten hier, damit ich weiß, was da abgeht. Und jetzt geht es gleich los. Jetzt habe ich die Airborne halt rüberlaufen sehen, mit drei Dragons haben die, sind Raketenwerfern, so wie die Metis. Ich will den Wald erobern und dann rausschießen mit den Raketen. Ja, Rakete. Der hätte natürlich nicht abfeuern dürfen. Nicht Gemeincode. Sie mit den Granatwerfer ein bisschen ballern hier vorne. Es ging Infanteristen halt. Aber was jetzt wichtig ist, wir können mal seine Seite anmachen, weil ich glaube, dass das jetzt der interessantere Punkt ist. Die Granatwerfer, die jetzt da vorne hat, hier die Humvees da vorne, vier Stück oder was er da hat, die decken gleich meine gesamte Armee mehr oder weniger auf. Und ihr seht ja nicht, wann ihr aufgedeckt werdet. Also ich habe zum Beispiel gedacht, dass ich da drin unsichtbar wäre. Ne? So, jetzt schießt der Granatwerfer. Bam, tot. Danke, weg. Der ist vielleicht ein bisschen überpowered, habe ich mir an der Stelle gedacht. Also ihr seid instant wurde mein Trupp ausgelöscht. Ich habe jetzt noch eine Bombe drauf geworfen, ne, weil da kommt ja in einem Stück da raus, das sind ja nur Stingers. Leider hat die Bombe nicht ordentlich getroffen. Und jetzt hier, der deckt meine Aufklärer auf, ja. Der hat meine Aufklärer aufgedeckt, der Granatwerfer, ausgelöscht. Also er raucht meine gesamte Armee mit den Granatwerfern auf, weil die alles aufdecken und die dann instant auslöschen, die Einheiten. Also ich glaube, ne, Stunt, jetzt kann er auch nicht mehr viel machen. Das trifft er Gott sei Dank nicht mit jedem Schuss, aber also diese Granatwerfer, diese vier Stück, da eine Backline, der wahrscheinlich auch schon ein paar Mal versucht, vermute ich mal. Also super Reichweite, schießen unsichtbar. Also die Schüsse, ich zeige es mal von der anderen Seite vielleicht. Von meiner Seite, die waren die ganze Zeit, haben sie unsichtbar geschossen, weswegen ich die nicht kontern konnte mit nichts. Ja? Also die schießen ununterbrochen unsichtbar aus dem Wald raus. Ja, die ganze Zeit schon. Rakete, meine Dreieckenrakete, also dann kann den Billigpanzer nicht penetrieren. Ja. Alle Einheiten, wie gesagt, überall aufgedeckt. Von allen Seiten schießt er jetzt. Also ich kriege gerade richtig aus dem Maul. Und ne, da schießt er wieder, der Granatwerfer. Da oben deckt er mich auf. Obwohl, das könnte Bodenangriff gewesen sein. Da bin ich nicht ganz sicher, ob er daneben geschossen hat oder Bodenangriff war. Aber jedenfalls hat er die ganze Zeit aus dem Wald geschossen. Er hat meine Einheiten alle gesehen, egal wo ich stand. Und hat ihn dann instant getötet. Und die Pax kam dann irgendwann an die Front, aber natürlich so langsam, dann nicht mehr da reinkommen. Also er hat mich da erfolgreich gerusht und man muss halt sagen, ich hatte genug Infanteristen auch mit Metis vor Ort, die eigentlich die Counter dazu hätten sein können, ein Stück weit mit dem Bomber zusammen. Das Bomber daneben geworfen hat, war halt Pech, aber dass halt meine Infanterie fast instant ausgelöscht wurde von den Granatwerfern, die immer noch unsichtbar schießen. Ich glaube, dass der, ich weiß es nicht, schießt der den Wald? Ich glaube, der macht Bodenangriffe, um den Wald zu clearen. Ich weiß es nicht genau. Da ist er wieder. Ne, der schießt wirklich auf die Truppen da hinten, ne? So, hier nochmal Bombenangriffe, weil, ne, die kosten halt nicht viel, die Bomber. Und da war die ganze Infanterie halt drin. Es geht auch raus, weil er wohl genug davon hat. Also die Granatwerfer-Dinger, die scheinen auf jeden Fall sehr OP zu sein, ja? Ich komme halt nicht darauf. Normal würde ich halt hier stehen und hätte die töten können. Ich komme zu nix, ne? Die nehmen meine gesamte Armee, meine Anfangsarmee auseinander. So, das gesagt, an der Stelle war mir jetzt klar, dass das ein Sniper ist, der Gegner. Also ich sortiere immer Kategorien ein und 90% der Spieler kann man wahrscheinlich als Sniper einsortieren. Ne? Der schießt einfach tief, also guck mal, wie tief der in den Wald schießt. Der schießt in den Wald, ballistisch, der schießt durch alle Bäume durch. Normalerweise sollte da keiner durchschießen können. Der löscht mir alle Leute von da hinten aus, weil er durch den Wald schießt, durch alle Bäume durch. Also ich glaube, dass das ein Bug ist, ja. Also er schießt dahin, wo er nicht hingucken kann. Er hat keine Sicht und schießt trotzdem durch diese Bäume durch. Also die Dinger müssen gepatcht werden. Ich glaube, dass das ein Bug ist tatsächlich. Also er hat wirklich durch alle Deckungen durchgeschossen. Ich kann das durch eine Rakete nicht rausschießen in derselben Zeit, ne? Also die scheinen sehr broken zu sein und müssen auf jeden Fall gepatcht werden, ist mein Eindruck. Also er sollte nicht durch alle Bäume schießen können. So, das ist jetzt übrigens die Pack, die gerade schießt hier unten. Wie gesagt, die kommt mit dem Raketenwerfer. Weiß nicht, wo der genau dran ist. Wahrscheinlich kommt die auch durch die Kanone. Wollte ich halt ein bisschen wegschießen. So, also auf jeden Fall war das die OP-Einheit, weswegen meine gesamte Eröffnung aufgeraucht wurde, mehr oder weniger. Das gesagt, habe ich ihn jetzt als Sniper einsortiert, weil das Sniper-Aktionen waren. Und die Hardcounter gegen Sniper, die ist ganz simpel. Die ist einfach ein All-In, ja. Und da spare ich jetzt auf eine Panzerarmee. Okay. Und ja, genau. Und dann, ne, tue ich mit der Panzerarmee kämpfen. Also ihr seht ja schon, so wie er da steht, diese sollen alle nur verteidigen und Raketen ausschleusen.
Und mit dem will er die ganze Zeit Sachen aufdecken und snipen. Guck mal, wie schnell die fahren von A nach B. Jetzt fangen sie wieder neu an zu snipen, alles. Also die Dinger müssen auf jeden Fall gepatcht werden. Also das ist, also es wäre ja okay, wenn sie nicht durch die Wände feuern könnten. Ja? Aber das, gerade weil ich da eben gesehen habe, also es war wirklich durch die Wälder und von da unten haben sie auch hochgefeuert offensichtlich. Also da scheint irgendwas nicht zu stimmen mit der Einheit. Könnte sagen, die schießen ballistisch, aber das war ja schon ein gerader Schuss. Und die decken ja auch alles auf. Rakete leider daneben. So, das sind meine Mattes, die da schießen. Alle daneben, sehr gut. Genau, also auf jeden Fall, jetzt war die Idee, Geld sparen für eine große Armee und dann All-In zu machen, weil Leute, die halt snipen, und er hat dann jetzt zum Beispiel ein Command geholt, das war sicher ein Fehler, zumal die auch zwei geholt haben, das haben sie wohl nicht abgesprochen. Ne? Also er hat überall Raketenwerfer stehen, der Granatwerfer, der hat Nachschub geholt, der hat Command geholt, ist alles super, bereitet sich auf seinen Sniperkrieg vor. Ich kaufe jetzt Panzer. Ich glaube, dass die Leute das wirklich teilweise unterschätzen und gerade gegen ein DDR-Deck ist das, glaube ich, den größten Fehler, den wir machen können. Da ist die Panzerarmee. Also gegen DDR-Deck dürft ihr einfach nicht unterschätzen, wie viel Billigpanzer da kommen. Und ja, die kosten halt nichts, ne? Die rollen jetzt in jede Richtung. Also da hat er, glaube ich, einen massiven Makrofehler gemacht. Ich muss auch sagen, die meisten Spieler würden auch nicht mit der Panzerarmee darauf reagieren. Die meisten Spieler, wenn sie ihre Anfangsarmee verlieren, ne, die ganzen Infanteristen sind weggesniped, die hätten halt Skrupel da reinzufahren, weil sie Angst haben, dass da eine Rakete rauskommt. Und da kommt jetzt sicher auch von dem Airborne eine Rakete raus. Ist halt die Frage, ob die 30 Panzer das interessiert. Er schießt er da oben hin. Ja, braucht halt zwei Treffer, um den zu töten. Scout-Helikopter dabei. Und jetzt gehen wir jagen. Genau. Aber ihr seht schon, also wenn 30 Panzer auf den schießen, lebt er immer noch. Während wenn die vier Granatwerfer schießen, instant tot meiner, ja. Also da sieht man so ein bisschen den Power-Unterschied. Die schießen mit Hauptkanonen und MG gleichzeitig, die Leute. Also ich glaube wirklich, dass der Humvee ein bisschen überpowered ist. So, da ist die Panzerkolonne. Ja, jetzt wird natürlich noch gebombt, der Wald von mir, weil die, die Bomber kommen ja immer wieder raus, die kosten nichts. Und das war ja auch die Idee ursprünglich. Wenn er hier drin steht, da ist einfach keine Flugabwehr. Also wenn er mit den Stingers arbeitet, und das ist halt wirklich eine beliebte Einheit, na, die schießen halt nicht effizient hier die Bombe ab. Die tun jedem eine Rakete mitgeben, wenn sie Glück haben. Ne? Das reicht nicht für einen Kill. Und von da habe ich jetzt immer wieder im Wald gebombt. Ob es viel gemacht hat, glaube ich allerdings nicht am Schluss. Ist wieder so ein bisschen glücksabhängig auch. In jedem Fall rollt jetzt meine Panzerarmee da rein und er kann jetzt gucken, wie er mit seinem Snipen eine Panzerarmee aufhalten möchte. All in von beiden Seiten. Mitspieler hat inzwischen auch Truppen hier hingebracht. Ne? Der hilft mir jetzt wohl aus hier. Weiß nicht warum, ehrlich gesagt. Hat wahrscheinlich gedacht, dass ich unter Druck stehe, weil der Sektor erobert wurde. Vielleicht ist das die Überlegung, aber mir wäre es lieber gewesen, die hätten links den Sektor dann geklärt. Egal. So, hier vorne auch. Ich rücke da von allen Seiten vor. Da war nur ein Scout gewesen, aber ich habe ja hier einen Fallschirmjäger. Der schießt auf die Hubschrauber hier vorne, ne, damit die auch weggehen. Also Druck auf der ganzen Fläche. Und wie gesagt, der kann jetzt snipen, so viel er will. Ich habe jetzt eine Panzerarmee an der Front. Ich kenne da nichts. Für ihn natürlich noch schlimmer. Genau, jetzt habe ich die Engineers. Da waren drei Engineers drin, die haben überlebt. Alle drei, na, das nennt man Pech. Die Bombe ging halt aufs Haus, aber offensichtlich habe ich keinen der drei erwischt. Ah, das ist natürlich scheiße gewesen. Ich habe kein Glück mit den Bombern heute. Naja, da stehen jetzt überall so Leute, irgendwie Transporter, der nicht verkauft hat. Keine Ahnung. Jetzt hat er gebombt. Er ist eine E-Bombe gegen Panzer. Viel Spaß damit. Die hat das zwar gestresst, aber die schießen trotzdem weiter. Ja, jetzt räumen wir weg und weg. Wir sind im Haus, haben zwar Deckung, aber ihr seht schon, ne? Also es ist natürlich hier, was will er machen, ja? Also sind halt zu viele Panzer. Er hat halt keine. Er hat halt selbst eigentlich, das ist sein erster Panzer, der im gesamten Spiel spielt, ja. Das ist halt klar, es wäre nett, den zu haben, aber das ist auch kein OP-Panzer. Also wenn ich genug von denen reinspiele, kann ich den auch kaputt machen, zumal ich auch Raketen dabei habe. Genau, und jetzt rücken wir auf der ganzen Front vor und er wird jetzt über den Haufen gefahren von dem All-In. Und das wäre so ein bisschen der Klassiker, ne? Also ihr müsst wirklich gucken, das ist wie heißt das? Stein-Schere-Papier-Prinzip meiner Meinung nach. Und die meisten Leute haben aus irgendeinem Grund keine Schere im Sortiment oder vielleicht einen Stein, ja, den ihr Panzer interpretieren wollt. Aber Panzer-Spam, Vorstoß, das sehe ich eigentlich fast nie, dass das irgendeiner spielt. Ne? Also ich weiß nicht, wann, weil ich das jemals gegen mich angewendet gesehen hätte. Ich glaube noch nie. Und ich finde es halt super, super stark, weil halt auch keiner mit rechnet und die meisten sich auf wir snipen mit Raketen einstellt. Zack, tot. War leider ein Panzer. Ich glaube, dass die meisten Leute Skrupel haben, diese Strategie anzuwenden. Weil die hier immer noch vorne ein paar, damit die Hubschrauber snipen, der wäre klein, da hinten die Jungs, ne? Also er hat jetzt zum Beispiel für Billigpanzer, hat er gesagt, er holt jetzt ATGM-Hubschrauber. Ist natürlich die falsche Einheit, um Billigpanzer zu kontern, ne? Abgesehen davon, dass ich Flugabwehr dabei habe, um das zu kontern. Und die sind halt ungepanzert, also die kann man relativ einfach mit einer Strela runterholen.
Genau, also nochmal zurück zu den Panzern. Ich glaube, die meisten Leute spielen keine Panzer, keine Billigpanzer im Vorstoß, weil ihr verliert halt einen Haufen von den Dingern und es fühlt sich nicht gut an, eine Einheit zu verlieren. Gerade wenn ein Panzer explodiert, fühlt es sich immer so an, als ob man halt wirklich was viel verloren hätte. Ne? Aber der Panzer kostet so viel wie ein Infanterist. Also die Dinger hier zum Beispiel kosten 45 das Stück, die mal ein Infanteristen kosten 55, 65, irgend sowas. Ja? Also die kosten immer noch weniger manchmal. Und dann kommt immer einer bei, der Hubschrauber nicht sniped. Also die Leute, die haben einfach Skrupel, den zu verlieren und das ist halt zu vorsichtig. So, jetzt kommt hier die Infanterie ran. Das ist eine neue wohl, habe ich gesehen. Mit denen ich einfach jetzt hier vorne, weil da mehr Häuser sind, mal reingehen wollte. Dann können die Panzer auch rausschießen, dachte ich mir. Flugzeug und tot. Ich habe jetzt angefangen, hier Schlickers zu holen zusätzlich. Weil je mehr Angriffe ich mache mit Blobs, und wir sind auch zwei Spieler inzwischen hier, desto eher kommen halt jetzt Bomber, weil die Leute halt dann Panik reagieren. Und das ist der Bomber. Die Hubschrauber würde ich mit den Stingers bekämpfen. Aber diese Bomber-Aktionen, die möchte ich halt bestrafen, wenn die kommen. Und dafür ist halt ne, ein Röhrengeschütz dann doch notwendig. Hat er wohl nicht gesehen. Hast keinen OP-Scout mehr an der Front, sagst du. Er hat jetzt aber gesehen, also der ist auch ein unerfahrener Spieler, er hat jetzt angefangen, Panzer zu bauen. Weil die Panzer konnte natürlich die Billigpanzer spammen, keine Frage. Ne? Die kommen aber jetzt frisch rein, muss man auch sagen. Ihr müsst nur aufpassen, weil mit meinen Raketen tue ich die outrangen. Der hat jetzt keine, aber ich habe welche dazwischen, die haben Raketenwerfer. Kommen gleich. Also ich hatte auf jeden Fall mal einen. So, die Pack, die sneak ich jetzt gerade hier in die Front hier vorne. Die schießt natürlich Raketen und Packschuss daraus. Das wäre für die Panzer ganz angenehm. Jetzt hätte wieder irgendwas aufgedeckt, jetzt wird hier was gesniped. Bam, danke, das war mein Panzer. Also er hat wohl gute Reconnaissance, die muss ich bei mir noch ein bisschen verbessern offensichtlich. Leider habe ich übrigens getötet auf der rechten Seite. Der Hubschrauber deckt das halt nicht so gut auf, ne? Vielleicht muss ich den auch ein bisschen teurer machen. Trotzdem, hier vorne sind ja Panzerdicke von meinem Mitspieler, ne? Und der schießt jetzt hier einfach weg, also die sind teuer genug, um die ganze Panzer mit zu kontern. Jetzt hier vorne ein All-In gerade, ne? Also die Motorschützen lasse ich durchlaufen, damit die alles aufdecken und die Panzer schießen nochmal zusätzlich vorne raus. Zack, und weg. Der hat noch gesmoked, also wirklich ein guter Spieler, aber war zu viel Firepower für die Jungs. Also er hätte wahrscheinlich lieber Scouts und Infanteristen an die Front gebracht und Raketenwerfer dann. Und die Panzer zurückgehalten ist ja wirklich... Also mit den Panzern ist halt der Trick, dass man First Shot braucht, ne? Und das hat er halt nicht gehabt, er war halt sichtbar, vor die gegnerische Panzerarmee sichtbar waren. Deswegen hat er den Panzerkampf verloren. Er sieht ja hier wieder den Feuersupport, Infanterie ran, Billigpanzer, bam bam bam. Obwohl der Granatwerfer bei sowas wahrscheinlich viel, viel geiler wäre. Wir haben zwei Comments, ich weiß auch nicht, ob der da vorne steht. Wahrscheinlich wollte er den Leader-Bonus vergeben, dass sie einen XP mehr bekommen. Ja, die Motorschützen, die decken halt jetzt alles auf und die Panzer vernichten alles. Der Klassiker. Also, ja, es kommen die Pioniere hier vorne mit den Satchels. Raketenwerfer, weil ich davon ausgehe, dass ich dann gleich auch mal Raketen rausfeuere. Ne? Die haben halt jetzt keine Ecke mehr, wie ihr seht, wo die kämpfen können. Die haben jetzt Medium-Panzer, die gegen Super-Heavies von meinem Mitspieler kämpfen. Das heißt, die werden jetzt alle abgefarmt, einfach weil er eine ganz, ganz schlechte Kampfposition hat. Er hätte halt die Einheiten hier rechts reinbringen müssen. Das ist der Grund, warum ich das zum Beispiel oft so mache. Ich bringe die halt dann immer in der Seite rein. Am Anfang, ihr habt es vielleicht nicht gesehen, habe ich die hier unten teilweise reingebracht, auch vergessen zum Teil. Aber ihr müsst die immer da reinbringen, wo es sicher ist. Und das macht der gerade nicht da oben. Er hat jetzt aber jetzt auch, sein Mitspieler macht jetzt ebenfalls mit, 2 gegen 2 inzwischen. Und der hat jetzt auch mit Raketenwerfern geantwortet. Ne? Also sie wissen auch, was sie brauchen. Kommt immer mit dem Lack natürlich. Aber hier Riesenkatastrophe. Also die Leos haben natürlich in der T-80U keine Chance da. Ne? Das ist halt der helle Wahnsinn. Auf einem Feld. Also wenn ein Panzer 10 Punkte mehr kostet, ja, und der kostet mehr als 10 Punkte mehr, dann hat der automatisch den Kampf verloren mit dem Panzer. Und von daher sind solche Kämpfe natürlich Blödsinn. Vom High-Level würde ich ja schon erwarten, dass er das inzwischen weiß. So, Mini-Panzervorstoß wieder. Wieder die platzen dabei, aber dann tötet ihr auch eben Sachen. Also ich habe da keine Skrupel, die zu opfern, die Dinger. Also 45 das Stück oder was das ist, damit komme ich klar. Wie so ein Atomschlag. Ja, der Airborne hat jetzt seinen Spaß hier vorne mit seiner Dragon. Jetzt ist ein Bomber unterwegs, aber es war eh. So, jetzt kommen hier vorne die Pioniere angelaufen, die haben Satchels in der Hand. Und ich habe ja gesehen, er hat keinen Panzer rausgeschossen und nichts, weil ich meine Panzer verloren habe. Und da habe ich jetzt gesagt, mein Mortar, der smoked das jetzt, wenn doch kein MG feuert. Also sind hier hinten die Mortar, die schießen. Die smoken das jetzt hier vorne. Und dann gehe ich jetzt mit meinen Satchels da rein. Auf Close Range vernichten die einfach alles. Und hier vorne stehen halt Grenadiere und Airborns. Ja, aber die können halt jetzt nicht auf meine Pioniere schießen. Das heißt, was immer da steht, das kriegt jetzt eine Satchel aufs Dach. Auf den Kopf, wir haben die keine Chance, ne? Das wird jetzt ein Massaker für die. Also der Smoke ist wirklich angenehm. Der Mortar kostet fast gar nichts.
Und mit dem Smoke könnt ihr die unbesiegbaren Pioniere einfach wirklich auf ranbringen. Und wenn die weglaufen würden, würde ich mit dem G abknallen dann, ne, aus den Häusern. Also und da sind die wegen dem Smoke jetzt faktisch tot. Ich meine, ich habe auch eine Übermacht, keine Frage, sollte man im Angriff immer mitbringen. Aber es ist egal, wie viele da gestanden hätten, die machen ja Flächenschaden. Die wären jetzt alle gestorben durch den Smoke, ne? Also nicht durch den Smoke, sondern durch die Satchel, aber der Smoke hat es halt ermöglicht. Ich kann jetzt bis zum Haus laufen damit. Einmal abgezweigt hier. So, da ist jetzt ein Airborne. Zack, da war ein Airborne. Der wird einfach vorbeigehen getötet. Die schmeißen die Satchels im Gehen. Und jetzt kann ich alle Häuser clearen und fertig. Alles geklärt, die gesamte Stadt. Also die Kombo gefällt mir ganz gut, muss ich sagen. Und es ist halt wieder so eine All-In-Geschichte, ne? Der hat zwar ein super MG, wenn ich rankomme, habt ihr eben den Panzern allein schon gesehen, auch durch die APG, ne? Stirpen beim Rangehen, immerhin der hat sie in die Flugabwehr. Aber das umgeht ja halt einfach, dass wenn der Übermacht kommt, dass ihr smoked, ne? Dass er Deckung irgendwie benutzt und dann wird alles getötet. Da ist so ein Typ mit MG, hat er vergessen zu verkaufen. Wobei ich glaube nicht, dass es vergessen ist. Ich glaube, er macht das mit Absicht. Ist meiner Meinung nach ein Fehler. Ich würde lieber Einheiten kaufen, die Sinn machen. Ja, und ich suche natürlich den Command, ne? Der kann ja nur da oben stehen. Und da laufe ich jetzt einfach da rein. Fährt weg, der Freund. Ist natürlich ungepanzert, hat auch keine Kanone. Nix, nada. Aber schnell. Also er könnte wirklich wegfahren, wenn er ganz schnell fährt. Weil der Pionier muss ja die Satchels kann er nur auf Close schmeißen. Der darf jetzt nur nicht stehen bleiben. Jetzt hat er sich gedreht, das war sicher ein Fehler. Ja, ich meine, der stirbt auch durchs MG mit der Zeit, ne? Bailed out, ja. Durchs MG hat er jetzt Bailed out gemacht, wo er Half-Life war und tot. Stirbt durch die MGs, aber es kommt trotzdem noch ein Satchel drauf. Und das war dann die rechte Seite, muss man sagen. Ja, also hat nicht gut angefangen, keine Frage, aber ich weiß nicht, wie der Airborne da reingekommen ist oder wir den die ganze Zeit übersehen haben in der Ruine. Der war die ganze Zeit unsichtbar, witzig, ne? genau, also diese neuen Humvees, die scheinen auf jeden Fall extrem OP zu sein. Die muss ich auf jeden Fall auch mal benutzen und dann hoffe ich, dass sie die irgendwie, der hat die Raketen gehabt, genau. Raketenpanzer besiegt. Und jetzt schießen hier natürlich Raketen rauf auf Abrams und so weiter. Ist jetzt nicht viel, macht nur einen Schaden, ne? Also ihr könnt den Kampf nicht wirklich führen, aber leicht gepanzert könnt ihr vernichten. Und er weiß oft auch nicht, welche Rakete das ist. Aber outrange den ja, also ich kann ja schießen und er nicht, ne? Armee hinterherziehen, auch die Concourse jetzt gerade hinterherziehen, damit die Raketen macht, weil ne, Anlaufgebiet jetzt sichern und damit die Sachen durch. Also wie gesagt, die wieder Panzerknubbel. Wenn der Gegner eine Sniper-Strategie hat, ist die Counter All-In. Ja, und dann müsst ihr halt gucken. Und wenn der halt eine All-In-Strategie hat, dann müsst ihr halt Feuersupport-Strategie machen, meiner Meinung nach. Ne? Also Medium bis schwere Panzer aufstellen und ein paar Infanteristen davor. Also das ist wirklich Steinschere Papier und das wird, glaube ich, noch sehr stark ignoriert von der Community, ist mein Eindruck gewesen. Die sind gut unsichtbar, das muss man denn echt lassen, so in der Mitte von unserer Armee. Und jetzt wird wahrscheinlich der Command sogar abgeknallt von dem. Warum ist der so unsichtbar? Der ist gut, der hat nämlich mal exceptional. Vielleicht hat die Ruine einen Bonus auf Sichtbarkeit. Neue Panzerarmee, aber ich brauche die nicht. So, jetzt kommt gleich noch eine Aktion. Ich habe halt irgendwie immer 1000 Punkte auf der Hand gehabt, weil ich ein Noob bin. Und habe alle Bomber mal zusammengekauft und mache jetzt hier gleich ein Bombenmanöver. Da warte ich gerade drauf. Weil ich wusste halt, dass der hier vorne immer wieder raussteht und sich hier aufgestellt hat. Und es gibt ja auch keine andere Fläche, wo er kämpfen kann. Und daher kaufe ich jetzt gleich einfach nur noch Flugzeuge. Die müssen ja dann gleich angezeigt werden. Und mache ein großes Bombenmanöver. Und ich fliege sogar mit dem Seed vor, auch wenn ich kein Seed-Freund bin. Einfach nur, ne, aus Spaß zu haben. Also im Grunde genommen, wenn man hier jetzt so steht, wo wir hier stehen, macht es keinen Sinn mehr vorzurücken. Hier vorne, der ist mit Transportern reingefahren, hat sogar gesmoked und alles. Der wollte mit der Infanterie ins Waldstück. Allerdings habe ich hier vorne genug Firepower gehabt. Auch hier an der Seite. Ich bin ja hier überall inzwischen, hat keine Chance. Aber das zum Beispiel, also es waren glaube ich zwei Transporter, das ist zu wenig, ne? Da muss man klotzen, da darf man nicht kleckern, sonst verliert man. Ja, also die Runde ist jetzt im Grunde genommen gewonnen von uns, könnte man sagen. Es ist nur noch ein bisschen runterrattern. Und ich zeige aber gleich noch den Flugangriff. Aber das mit dem Graben da ist irgendwie komisch. Ist auch Sicht in jede Richtung, verstehe. Sehr eigenartig. Ja, also in so einer Spielsituation, was kann man als Rot da noch machen? Jetzt kommen hier die ganzen Raketen, ne? Konkurs, ich snipe da ein bisschen. Ihr könnt eigentlich nur versuchen, irgendwo erfolgreich mit allen Spielern anzugreifen, vermute ich. Also die haben ja wahrscheinlich auch höhere Verluste, ne? Von daher ab einem gewissen Punkt ist auch einfach Schachmatt, würde ich sagen. Aber jetzt hier gegen zwei Spieler über das offene Feld reinzulaufen, über das offene Feld ist immer sehr, sehr schwierig. Wieder Raketen. Er versucht so ein bisschen die Mickey Mouse, aber so richtig klappt das halt auch nicht. Die werden halt hier die ganze Zeit von Raketen befeuert und es ist immer so ein Zweierpack, den er spielt.
oder ein Dreierpack in dem Falle war das. Das hat einfach zu wenig, ne? Das geht halt nicht. Und der smoked halt auch nicht systematisch. Also, das ist das Bombending. Das wird nicht angezeigt, merke ich gerade richtig. Okay. So, ich habe jetzt hier alle Flugzeuge losgeschickt. Von der Koordination. Das Seed-Flugzeug fliegt einmal gerade über den Frontabschnitt, um Raketen rauszusaugen und Flugabwehr zu unterdrücken. Deswegen fliegt das gerade durch das Seed-Flugzeug. Dahinter kommen die HE-Bomber, weil die am wenigsten kosten und weil die eine Chance haben, die Flugabwehr wie Stinger auszuschalten. Und ganz zum Schluss kommen die Cluster-Bomber, weil die halt mit fast 300 Punkten am teuersten sind. Ja? Das ist jetzt der Flugangriff. Ob das gut läuft, ist eine andere Frage. Aber das ist auf jeden Fall dieses Waldstück hier. Das war jetzt mein Ziel zu holen. In diesem Luftangriff, der so ein bisschen koordiniert ist. Also, dass wirklich, dass das halt Sinn macht mit den Bomben. Es hat nicht ganz funktioniert, wie ihr seht. Der hat die Bombe zum Beispiel gar nicht ausgeschleust aus irgendeinem Grund. Den Abrams habe ich erwischt mit der Clusterbombe. Die fliegen schon sehr tief, die Freunde, ne? Nebenbei schießt noch einen Hubschrauber ab. Ja, also der eine hat nicht mitgebombt aus irgendeinem Grund, da muss ich mich verklickt haben. Und die Verluste hier vorne, ich habe einen Abrams mit 200 bekommen und glaube ich einen Stinger C. Also in Summe habe ich, glaube ich, danach sogar drei Flugzeuge verloren oder zwei. Also ich habe mehr verloren, als ich kaputt gemacht habe. Und da hat sich das Bombenmanöver nicht gelohnt. Das sind so Sachen, die muss man koordinieren und üben. Und wahrscheinlich hätte auch noch ein paar Mitspieler mitbomben dürfen. Aber nicht, man kann ihn komplett clearen, so ein Waldding, wenn man es richtig macht. Ich glaube, der Ansatz hat gestimmt, aber die Umsetzung war noch schlecht. So, genau. Das war, glaube ich, die Pack, oder? Im Panzer war das wieder. Also ich kann echt nicht verstehen, warum die Leute auf Panzer verzichten in dem Spiel. Also, also die Panzer sind wirklich das Kernstück jeder Armee, meiner Meinung nach. Und ich sehe so viele Spieler, die Panzer eher als Nebensache ansehen. Ich verstehe es nicht. Also Panzer sind einfach zu geil in dem Spiel. Hier ist mein Mitspieler offensichtlich, versucht was cheesy, leere Transporter nach vorne zu machen. Also ich persönlich finde es halt cheesy. Will damit die Raketen halt raussaugen. Man kann die Raketen ausmachen, man kann das einstellen, dass es eben nicht passiert, weil Wargame das vor. Also, Eugen weiß halt, dass Leute das machen, sowas. Ich würde es aber trotzdem nicht machen, weil die Munition oft nicht das Problem ist, die dadurch aufleveln. Ne? Also, sowas muss meiner Meinung nach nicht sein. Ist auch irgendwie ein komischer Angriff, also keine Ahnung. Vielleicht hat er gedacht, dass mein Bombenangriff mehr angerichtet hat, als er angerichtet hatte. Also, deswegen Angriff. Eigentlich ist das so ein Suicide-Kommando, aber auch hier sieht man trotzdem, dass es sogar fast funktioniert. Einfach weil hier wieder kein Panzer drin ist in der Armee. Da ist irgendwie ein Panzerchen bei. Gut, den anderen habe ich eben gesniped. Aber es ist halt zu wenig Feuer, ne? Und da klappt das hier sogar fast. Ja, keine Ahnung, was da links war. Also, wenn ihr jetzt ein Anfänger seid und ihr sagt, ihr wollt das Spiel ein bisschen lernen oder besser werden, einer hat zum Beispiel im Forum in Discord geschrieben, dass er Probleme mit dem Pushen hat. Ich glaube, dass das Replay ganz gut zeigt, wie man halt pusht. Dann ist halt das Problem oft nicht, dass die Leute nicht pushen wollen, sondern wie hier mit zu wenig pushen oder eben, das heißt zweimal hier angegriffen wird zu wenig, sondern dass sie wirklich kleckern und nicht klotzen beim Pushen. Ne? Also benutzt den Smoker. Es gibt zum Beispiel jetzt keinen Grund, dass der halt hier so viel Schäden einsteckt. Ne? Klar, der gewinnt das jetzt, weil das so wenig drin war. Das wusste er ja vorher nicht. Er könnte zum Beispiel die Hälfte der Front einfach smoken und weniger Verluste zu haben. Also wenn er das alles smoked, dann kämpft er faktisch nur gegen die kleine Hälfte hier. Ne? Das wäre eine Idee. Oder wie ich eben gemacht habe, ich smoke und laufe dann komplett durch, ohne dass einer auf mich schießen kann. Das wären auch so Antworten. Aber das Grundprinzip ist auf jeden Fall immer klotzen, nie kleckern. Und gucken, dass ihr alle Antworten bei habt. Also, ne, Flugabwehr müsst ihr dabei haben, weil eine Antwort oft Dings ist. Also Luftwaffe, Hubschrauber oder eben Bomber sind oft Antworten auf solche Angriffe. Gerade wenn ihr klotzt, ne, auf offenem Feld und ihr habt nicht gesmoked, das braucht ihr einfach die Flugabwehr, müsst das bestrafen. Schwierigkeiten sollte nicht so weit nach vorne fahren, das ist ein Fehler von mir. Panzer vorfahren lassen normalerweise auch keine gute Idee. Normal sollte das ein Infanterist machen. Ja, und Firepower ist halt wichtig. Sobald mal einer aufgedeckt wird, könnt ihr keine langen Kämpfe machen, weil die in Deckung stehen ihr nicht. Also ihr braucht Firepower, das ist das A und O. Aber so ist kein guter Angriff. Ne? Also ein Infanterist müsste vor, ich habe keinen Scout bei, ne, der Helikopter darf sich ja auch nicht scouten. In dem Falle läuft es sehr gut, weil ich sogar jetzt hier mit dem Heli auf den Nachschub schieße, also auf die neuen Truppen. Aber wie gesagt, das ist normalerweise kein guter Angriff, den ihr jetzt hier seht. Das ist aber so weit hinter den Linien schon fast an der Flanke. Es geht auch raus, deswegen der Spieler. Weil ich einfach fast damit gerechnet habe, dass da keine Flugabwehr steht, weil die Leute an die Flanke selten eine aufstellen. Und mal preiswerte Einheiten. Der kostet 170. Es gibt auch einen, der knapp 300 kostet. Der 170er, der massakert einfach alles. Ne?
Das reicht völlig aus. Also ihr braucht wirklich keine großen Gunships. In aller Regel haben die halt nur irgendwie ein, zwei bessere Waffen. Die sind immer so viel wenige besser, dass sich nicht lohnen. Und mehr Mun, das ist so das Hauptding, was sie oft haben. Und das, naja, stirbt halt normalerweise vorher oder der Angriff ist dann vorbei, dann könnt ihr eh nachladen. Also ich würde die Finger davon lassen. So, aber diese Humvees hier vorne, ich zeige euch die jetzt mal gerade im Dings noch, die haben halt meine gesamte Öffnung aufgeraucht. Und das war halt wirklich ein Problem. Und ich glaube, dass die sehr, sehr stark sind. Also da müssen die nochmal gucken. Und wie ich jetzt im Replay nochmal deutlich gesehen habe, sind die, hier schießen die halt durch den Wald durch. Was bedeutet, also ich vermute, wo ist das Ding? Dass die ballistisch schießen, ne? Heißt also in so einem Bogen wie eine Artillerie. Das wird dem Spiel nur nicht richtig angezeigt, weil es sah so aus, als ob die durch den Wald durchgefeuert hätten. Und naja, das macht die schon sehr stark. Also der hat halt von unten nach oben gescheuert und auch durch die Bäume alle durchgefeuert. Durch eine gewisse Anzahl Bäume kann man durchfeuern, das waren aber mehr als die gewisse Anzahl Bäume. Also dieses Teil hier, das ist auf jeden Fall sehr brutal. Und erinnert euch auch bitte daran, der erste Fallschirmjäger von mir, wie schnell der gestorben ist an dieser Salve. Also war zwar mehr als eine, aber das war halt bam, weg, danke. Und dann sind natürlich ultra schnell, muss man sagen. Ne? Also auch auf offenem Gelände, nicht nur auf Straße, kann man den umpositionieren. Das ist einfach durch und durch ein sehr gutes Fahrzeug. Gerade wo die Leute jetzt all diese Öffnungen machen mit Airborns und was nicht allem Reconnaissance, könnte damit halt wirklich die Eröffnung einfach komplett aufrauchen vom Gegner. Ne? Und das bringt jetzt wahrscheinlich auch diese Scout-Fahrzeuge mehr ins Spiel wieder. Sowas hier zum Beispiel, ne? Diese Recoils haben und so. Weil die das dann kontern könnten wahrscheinlich ein Stück weit. Trotzdem, also Stealth, ne? Mediocre, und der hat halt Stealth gut. Das macht schon einen Unterschied. Und die sehr guten Optics, also die sind auch sehr gut für so ein Fahrzeug. Also Preis-Leistung kostet weniger als ein Infanterist. Klasse, wirklich klasse. Ich werde die wahrscheinlich jetzt in mein Deck auch einbauen. Die sind einfach zu gut, um die wegzulassen. Jo, das war die Runde. Ich bin weg für heute. Ciao, ciao.